ins geheime Heim. Sehr schön. Auf geht's. Let's go. Let me handle the Machina. I can take them apart piece by piece. Genau. Maschineneinheiten können wir durch Beklauen instant killen. Zack, dann fallen die nämlich auseinander. Jupp, jupp. Da ist Rico mit ihrem Klauen echt nützlich. Oh nö. I'll be right back. Es lohnt halt echt null, gegen die großen Viecher zu kämpfen. Wenn die jetzt 5000 Erfahrung kriegen würde, dann würde ich sagen, ja, kannst du machen. Aber so. Ah. Hier würde übrigens auch ein Albed-Lexikon liegen. Hätten wir ein weiteres vergessen. No complaining. Mir fällt ein, wir haben doch noch eins vergessen. Oh. Oh yeah. Warum liegt es da nicht? Geh kusch, blödes Viech. Was? Was? Told ya! Ich sag's ja, die bringen echt überhaupt keine Erfahrung. Das ist so wenig. Das ist der ganze Aufwand nicht wert. So blöd es sich anhört, aber es ist halt wirklich so. Live and let live. Oh shit. Oh shit. Das war gut. Da hinten dran ist eh nur ein Stärke 4. Aber das brauche ich halt mit Lulu nicht, ne? Das ist halt echt. Nee. Ah, halt, da war noch jemand. Moment. Panzerbrecher, endlich. Panzerbrecher ist so gut. Ein Level 1. Den können wir wegmachen. Was gibt's hier? 2 und 4 Geschick. Oh. Ich glaube, den Umweg gehe ich. Und eine riesige Wüste. Oh, ein richtiger Kaktor. Ein richtiger Kaktor. Erwische ich ihn? Ah. Die Viecher sind aber auch fix. Aha. Okay. Los, Kimari. Scheiße. Oh, scheiße. Oh! Nein! Das ist ein richtiger Kaktor, der bringt endlos viel Erfahrung. Schade, hätte ich den gekillt, wäre richtig gut. I'll be right back. Manchmal wünsche ich mir echt ein Hasenband. Ah, mach doch noch mehr Schaden. Live and let live.
Albett-Schriftzeichen. Achtung, Monster! Nach rechts zu den einfachen Monstern, nach links zu den starken Monstern. Ja. Das ist hier so eine kleine Anleitung, wie man laufen sollte. Doch vorher holen wir noch eine Schatzkiste. I won't go so easy on you next time. Genau. Ganz im Eck. Natürlich, ganz im Eck. Don't you run, Needles! Don't you run, Needles, sagt er. Oh, du bist ein Arschlochvieh. Mega Potion. Yay. Wir gehen natürlich nach links zu den starken Monstern. Da gibt's nämlich auf jeden Fall noch ein Albett-Lexikon. Das möchte ich mitnehmen. I won't go so easy on you next time. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ihr bringt's nicht. So, rein da. Ja, hier bei den Ruinen. Unter anderem auch Kisten. Live and let live. Ich kann nicht die ganze Folge damit verbringen, nur rumzukämpfen. Nee. Live and let live. Einfach nur nee. Oh, 10.000 Gil. Sehr gut. Live and let live. Oh, es ist was Geiles, einfach nur wegzurennen. Kein Bock. Hier bin ich jetzt doof. I won't go so easy on you next time. Leute, ihr geht mir langsam echt auf den Zeiger. Alle drei Schritte. Ach, da hinten. Ja, ja, hier ist die Ruine mit dem Buch. Und wir sind in Albett Tüllülü. Nummer 17, genau, genau, alles klar. I won't go so easy on you next time. Brutal nervig, oder? Alle zwei Schritte. So. Der letzte. Das letzte Abteil von der Wüste. Dann haben wir es endlich geschafft. Live and let live. Der Sandsturm versperrt den Weg. Yo. Um den kümmern wir uns, sobald wir hier raus sind und wieder in die Wüste kommen. Dann gibt es hier nämlich ein nettes kleines Minispielchen, mit dem wir den Sandsturm da unten verjagen können. Let's do it. Und richtig geile Belohnung finden. Definitiv mit Hasenband, sprich null Gegner. Hier wird eine Kiste. Mit einer Venusmarke, scheiße, die wollte ich doch noch gar nicht aufsammeln. Weil, würde ich dann gerne später erst aufsammeln. Aber jetzt ist es halt passiert, mein Gott. Scheiß der Hund drauf. Live and let live. Muss ich dann irgendwie in einem Special-Video einbauen. Die, die Bescheid wissen, wissen Bescheid. Alle anderen abwarten. Na, komm her. Hallo?
Halleluja, ich hab keinen Bock mehr. Verzieht euch. Oh, ich brauche ein Hasenband. Es nervt so dauernd, alle 5 Schritte von Gegnern genervt zu werden. So, wir verziehen uns jetzt. Ah! Geht mir nicht auf den Piss. So easy on you next time. Ja gut, das Viech müssen wir machen. Schwach gegen Feuer, aber viel Lebenspunkte. Die schlimmste Attacke von dem ist genau diese. Denn das führt dazu, dass unsere Leute verwirrt werden. Jetzt können wir mal die Albed-Medizin benutzen. Die gibt jedem Lebenspunkte und heilt verdammt doch nicht alle negativen Zustandsveränderungen. Moment. Dann machen wir das so. Ein bisschen ein Heilmittel werfen. So, jetzt zufrieden. Ups. Jo, mit Wasser wird es nichts. Aha, und einen Panzer hat er auch. Oh, das ist schlecht, wenn Auron. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich habe keine Lust, meine ganzen schönen alle Heilmittel an dir zu verschwenden. So, jetzt müsste aber auch wieder Schaden durchkommen. Weil der Panzer sollte jetzt gebrochen sein. Ja. Oh, dein fucking Ernst. Das machen wir jetzt anders. Riku. Wehe, du triffst sie nicht. Ja, geht doch. Verzieh dich. Man merkt gleich, dass Yuna fehlt. Es fehlt echt jemand, der Medica oder Vita benutzen kann. Oder Bestias reinholen. Was auch immer. Over here. Let's go. Na, hier geht's ja ab. Where's Yuna? Kayaku! Who's attacking us? Protect Drektui! Heaven! What a... Kayaku? A war between Yevon and the Albed? Draigak Fanuk! Wadu Kuvun Grosumanas! Zidran! Kayaku!
Syracuse friends? Well, just don't stand there. Come on. Let's go kick those Guado out of our home. Who? Sid, leader of the Albed. He's my dad. Let's go. Und Yunas Onkel. We have to save Yuni. Not only Yuna, right? Ein weiterer Sid in einem weiteren Final Fantasy. Right. Und darf ich vorstellen, die nervigste Mucke im ganzen Spiel. Weil sich dieses Hintergrundgebrabbel alle 3 Sekunden wiederholt. Ganz wichtig, Leute, ab hier, wir sind jetzt im Albedheim. Sobald ihr hier was vergessen, kommen wir nie wieder hier hin, später. Also, ganz wichtig, dass wir hier unter anderem dieses Albed-Lexikon mitnehmen. Moment. Wo ist Nummer 18? Kleinen Moment.